Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wieder mal mit dem Kaminhintergrund, weil viele geschrieben haben, ich soll den wieder als Hintergrund nehmen, das sah so schön aus. Und deswegen dachte ich mir, komm Inja, nimmst du ihn mal wieder. Ich finde den eigentlich auch ganz schön. Also der passt zwar nicht zum Sommer, ist eher was für den Winter, aber naja, ich bin halt so ein, ja, ich bin auf jeden Fall kein normaler Mensch. Auf jeden Fall habe ich für euch heute ein Tutorial, wie mache ich meinen Eyeliner, wie ziehe ich meinen Eyeliner. Weil viele mich immer darauf ansprechen, boah, wie machst du immer deinen Eyeliner, der ist so schön und bla bla. Ich meine, ich kriege ihn selber nicht immer hin, ich weiß nicht, ob ich den heute auch gut hinbekomme. Also nehmt mir das bitte nicht böse. Ich verkacke den auch so oft, dass es so... Dann ist der perfekt, dann sieht der komisch aus. Ich glaube, das kennt jedes Mädchen, die sich einen Eyeliner zieht. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich zeige euch jetzt einfach, wie ich meinen Eyeliner mache und weil ich ihn nicht benutze. Genau, das kann ich auch schon mal sagen. Und zwar, ich benutze schon seitdem ich Eyeliner benutze. Ich weiß nicht, wann ich damit angehe. Ich glaube, ich lasse ihn auch manchmal weg, so ich laufe auch manchmal ungeschminkt rum. Aber wenn ich Eyeliner benutze, benutze ich immer den von L'Oréal Paris, der Super Liner Perfect Slim, der Perfect Slim Eyeliner von L'Oréal Paris. Genau, der kostet glaube ich so um die 7-8 Euro, wenn ich jetzt nicht mich falsch... Ah, fokussiere doch. Ja, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ja, das ist mein Lieblings-Eyeliner. Ich benutze auch gar keinen anderen. Und ich komme wirklich nur mit dem klar. Ich habe eh kein ruhiges Händchen und deswegen finde ich den sehr perfekt. Der malt sehr schön, gibt sehr schön Farbe ab, richtig schwarz, intensiv. Und ja, das Ergebnis ist dann auch sehr toll. Damit kann man den Wing auch super gut leicht zeichnen, finde ich. Mit anderen so Dip-Eyeliner, boah, ich komme damit gar nicht klar irgendwie. Ich weiß nicht, aber das verschmiert nur bei mir. Ich kriege das echt nicht auf die Reihe. Also schon, wenn ich will, aber ich will, dass es schnell geht. Ich will nicht stundenlang hier vorm Spiegel hocken, bis ich meinen Eyeliner geschafft habe. Und wenn man schnell los muss, also ich meine, es ist natürlich auch Übung. Ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mal an. Ich hole euch ein bisschen näher an mein Gesicht dran, damit ihr das auch erkennen könnt. Also ich mache das immer so, also für mich ist das so leichter, manche machen das anders, deswegen lasst mich, wenn ihr meint, das ist falsch, ich komme so am besten klar. Ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich mit dem Ring anfange, dass es für mich viel leichter wird, weil ich dann den Ring ziehen kann und dann kann ich direkt hier, wisst ihr wie ich meine, direkt die Linie hier zeichnen. Das fällt viel leichter, finde ich. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Ja, ich mache das jetzt langsam. Also wie gesagt, ich gucke immer hier, wo meine Augenbraue aufhört und hier, wo mein, das Ende vor meinem Auge ist. Und da ziehe ich eine kleine, also einen kleinen Wing, also nicht extrem lang. Das könnt ihr nämlich noch ausbessern. Dann fülle ich das ein bisschen aus. Also ihr habt gesehen, das geht eigentlich sehr schnell und eigentlich auch sehr einfach. Okay, jetzt habe ich sozusagen den Wing gemacht. Ich meine, ihr könnt ihn natürlich noch länger machen, ihr könnt ihn dicker machen, ihr könnt ihn dünner machen oder kleiner, was auch immer. Ich mache das halt immer so. Jetzt habe ich hier den Strich, ich habe den jetzt nur bis zur Hälfte geschafft. Wenn ihr den bis vorne haben wollt, dann müsst ihr halt, wie gesagt, am besten von vorne, damit das ordentlich aussieht. Ja. Und dann fülle ich den nochmal hier aus mehr am Kranz. Ja, und das ist dann mein Eyeliner. Also es geht eigentlich ganz leicht. Also meistens mache ich den noch ein bisschen spitzer, manchmal bessere ich das noch aus. Aber ich finde, ich habe den jetzt eigentlich ganz in Ordnung gemalt. Also wie gesagt, ich kriege den nie perfekt hin. So mache ich den halt und ja. Ich mache das jetzt noch schnell auf der anderen Seite. Da mache ich jetzt einfach Zeitraffer, deswegen wundert euch nicht.
So Leute, das ist mein Eyeliner und natürlich fehlt jetzt noch etwas und zwar die Wimperntusche. Und das mache ich jetzt auch eben schnell. Ja, dann sehen wir uns gleich. Also eigentlich benutze ich ja noch Fake Lashes, aber ich habe jetzt keine mehr hier und meine sind kaputt gegangen, deswegen konnte ich die leider nicht mehr benutzen. Aber wenn ihr ein Tutorial sehen wollt, wo ich meine Wimpern aufklebe, wie ich das mache, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Aber es wird leider nicht am Freitag kommen. Für Freitag habe ich noch eine ganz andere Idee. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was Freitag kommt. Und ja. So mache ich meinen Eyeliner, so mache ich den eigentlich immer, klar mache ich den manchmal anders, aber wie gesagt, ich fange immer vom Ende, also am Ende fange ich erst an mit dem Ring und ziehe den dann bis zur Mitte oder halt bis zum Ende, also bis zum Anfang vom Auge. Ich könnte das natürlich noch ausbessern, also wie gesagt, der Eyeliner gelingt mir nicht immer, ich bin kein Profi da drinne. Und ja, ich mache auch manchmal Fehler beim Eyeliner. Manchmal wird er auch zu dick oder zu lang oder keine Ahnung. Also mittlerweile habe ich das mit der, dass das nicht so lang wird. Da habe ich früher immer voll, ich weiß nicht, was ich da immer fabriziert habe, dass er immer so komisch lang wurde. Und oh Gott, also wenn ich super, ich würde euch am liebsten mal Bilder zeigen, aber ich habe echt keine Bilder mehr von früher, wie ich den gemalt habe. Kann ich mich auch haargenau dran erinnern, auch mit meinen Augenbrauen. Ach du Scheiße. Da fällt mir doch direkt was Cooles ein. Also wenn ihr wollt, könnte ich ja mal ein Video machen, wie ich mich früher geschminkt habe. Plus Augenbrauen, plus Haare. Einfach so wie früher. Und oh Gott, das ist so schlimm. Oh, wenn ihr wüsstet. Auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, wie ich früher aussah, dass ich mich mal so schminken soll, so eine Transformation to back Enya. Hä? Was laber ich? Oh mein Gott. Okay, ich bin ein bisschen bekloppt in der Birne. Aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, dann gebt dem Video auch einen Daumen hoch. Wenn euch die Idee gefällt, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch da, damit ich Bescheid weiß. Weil ich muss auch wissen, ob sich das lohnt, so ein Video zu machen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, so mache ich meinen Eyeliner, nicht anders. Ich bin ein bisschen nur schwer beim Erklären. Also ich kann irgendwie nicht erklären. Bei mir versteht man irgendwie, glaube ich, nie was. Deswegen nimmt mir das nicht so übel, wenn ich irgendwie was falsch erklärt habe. Das war auch schon mal beim Musical.ly-Video so, dass ich da was erklärt habe und dann habe ich das komplett anders gemacht. Das ist so typisch Enya. Da kann ich leider nichts ändern. Ich bin ein komischer Mensch, ich weiß. Ja, ich beende das Video hiermit und ich würde sagen, wir sehen uns Freitag zu einem... Jetzt fällt mir gerade ein, habe ich irgendwie am Anfang des Videos gesagt, dass Freitag ein Video kommt? Okay, löscht das, streicht das sofort aus eurem Kopf. Natürlich meine ich Samstag, wenn ich mich vertan habe, dann Samstag, hier, ich habe mich verbessert. Natürlich meine ich Mittwochs, also das ist ein Mittwochsvideo und für Freitag, ach siehst du, hey, warum komme ich denn auf Freitag? Ich weiß, ich bin richtig verwirrt gerade. Das hier ist jetzt ein Mittwochsvideo und dann kommt für Samstag nochmal das Video. Das werde ich euch aber nicht verraten, welches Thema das ist. Lasst euch einfach überraschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns Samstag wieder bei einem neuen Video, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Mua. Tschüss!